Ach, weil die Kisten hier hinten stehen. Ach so. Deswegen darf ich ausnahmsweise mal in diese Räuber rein. Ist natürlich geil. Cool, ich finde mir nicht diese, ich mir diese Kisten wieder an. Also wenn wer das nicht mitnimmt als Pirat, ich weiß ja nicht. Also und davon stehen sogar zwei hier. Da ist hier noch ein Tisch voller Geld. Ey, ganz ehrlich, Campbell ist so ein miserabler Pirat manchmal. Piratenflagge? Ja, schwarze Flagge. So, auf zu unserem Schiff. Das die Plane hat ja ziemlich locker aus. Unser Lebensbalken. Siehst du mal, unser Lebensbalken ist ganz schön gering. Da habe ich bei allen anderen Session Speed habe ich immer darauf geachtet, dass der Lebensbalken groß ausfällt. Und bei diesem Session Speed irgendwie gar nicht. Wie sieht es denn aus? Herstellung. Gesundheitsupgrade 2, 3. Jaguar und 4 ist dann Knochen des großen weißen Haies. Und dann hätte ich gerne noch mal Pistolenholster erforscht. Krokodil, Buckelwal, Krokodil also. Okay, Krokodile zu killen sollte eigentlich nicht das Problem sein. Also das ist nun wirklich eines meiner leichtesten Übungen. Halbe Segel, fangt etwas mit ein! Schiff. Sind bereit, Feuer! Sir! Feuer! Noch mehr von den Hunden, Sir! Ist das ein Schiff? Feuer! Level 25 hat ganz schön Power, dafür ist der 25. So schnell wir können, Sir! Feuer! Oh, das Schiff hat natürlich gleich gut. Deswegen wird er nicht Feuer! Lange gefackelt. Feuer! Hunden treffen! Oh! Feuer! Der Herr! So, Feuer! Ja. Und dann erbeutet man den Mist auch. Nehmt die Rahn aus dem Wind! So, Holz, Stoff, Eisen haben sich dabei gehabt, siehst du mal, aber gleich wieder. Haben wir es ja richtig gemacht. Und jetzt geht's aber auf zur Feste hier unten. Ah, da sind ja viele Feinde. Über das Animus-Fragment zur Feste da unten, genauso machen wir das. Nee, den über das da ist es. Sieht man Jagdgründe eigentlich? Ja, großer weißer Hai. Siehst du mal. Wir haben ja auch Jagdgründe. Dann gehen wir erstmal hier hin. Das sind zum Glück nur 1000 Meter. Das haben wir uns ernst gemeint. Das klang sehr komisch gerade, aber ich habe es wirklich ernst gemeint. Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Das hole ich mir mal nicht. Das ist nicht wirklich erwähnenswert. Ich hole mir viel lieber dieses 1000 Meter weit entfernte Unterwasserwrack, bei dem wir ganz viele lustige Dinge finden können und vor allen Dingen viel Kohle finden können. Haben wir jetzt eigentlich... Habe ich das eigentlich vollständig erforscht jetzt? Achso, die Nebenaktivitäten gefehlt noch. Ach so. Warte, was? Warte mal, hallo, ich würde gerne... Geldgewinn hoch? Von der Nebenaktivität oder wie, oder heißt das, dass wir Geld kriegen, wenn wir mit diesen Viechern... Oh, jetzt hier aber los, komm! Rami, 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 Rami! Das wird sie versenken! Bereit zu feuern! Kanone bereit! Und dann... Segel der Flotte aus der auf ins kühle Nass, das machen wir auch sehr selten nur. Eigentlich schade, weil das wirklich Spaß macht und es ist ja wirklich das Highlight in der Session Creed 3 mit, 4 mit, dass du jetzt auch unter Wasser endlich agieren kannst. Ich fände es ja wirklich geil, wenn sie so machen würden,
dass du komplett unter Wasser gehen kannst, dass du diese Orte also unter Wasser auch selbst tauchen musst, dann auch dein Schiff manuell sagen musst, ey Leute, hier müssen wir hin. Und wollen wir mal gucken, ob da schon erst daheim. Autsch, das hat mir. Wir können die Haie natürlich nicht fangen. Wir können auch keine Pistole aktivieren oder sowas. Nesselquallen. Uncool. Muss ich aber durch. Das wird Ende. Das kann ich nicht anders. Ah, geschafft. Ah, da oben geht's auch was. Da ist der Hai. Aua. Ja, ich puse stark, ich weiß. Schnell, schnell, schnell. Okay. Ich schnell nach da. Ich muss diese Blanke da erwischen. Wunderbar. Oh, nicht die Qualle, nicht die Qualle. Nicht die Qualle! War das nicht? Okay, ich dachte ja, schwimmen voll in die Quallen von rechts rein, so. Ja, Hai und dann Qualle, ich nehme die ganzen Meeresbewohner auf einmal mit. Hätte ich ihm voll zugetraut, wie viele Quallen das hier auszunehmen. Aber die sind mir lieber als Zimurren, weil in den Quallen kannst du wenigstens umschwimmen. Ah, da hinten geht's aus. Wenn sich ein bisschen undoof anstellst, kriegst du die Quallen auch umschwommen. Was du bei den Murenen nicht immer sagen kannst. Moment, ich muss mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Ich habe ganz kurz nur. So, ich hoffe, der Hai sieht uns jetzt nicht so stark. What the? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich hoffe, der Hai sieht uns nicht so stark. Boah. Oh, Alter. Jetzt reicht's aber langsam. Oh mein Gott, wir müssen... Oh, wo ist dieses Ding? Wo ist dieses Ding? Ach, da. Oh, da würde ich lieber vorher nochmal hier reingehen. Alter. Mensch. Kisten, los komm, Kisten. Plündern. Wo ist die andere? Ist sie über uns? Oder ist sie auch hier drin? Ich weiß es nicht, ich werde aber nicht nachdenken drüber. Ich werde nämlich jetzt ganz schnell dieses Ding da aufsuchen. Schnell, komm. Oh mein Gott, das wird knapp. Na gut, nein, es geht. Und die andere Kiste wird wahrscheinlich auf dem Schiff sein. Wo ich zugleich mal nachsehen werde. Ah, da hinten, ich sehe es schon. Ist eine Tür offen. Ah, natürlich hat uns der Hai erwischt. Das geht ja gar nicht. Das ist aber doof, echt doof mit dem Hai, dass sie... Also da würde ich mir wünschen, dass sie die unter Wasser abschlachten. Ganz aber gut, ich meine... Unter Wasser mit einem Hai kämpfen ist vielleicht auch nicht so das, was man täglich macht und was man täglich überlebt. Ich würde mir wünschen, dass mein Leben langsam mal zurückkehrt. Aber auch damit könnte es eine Weile dauern. Schnell, ich muss noch mal ins Schiff rein. Ist noch ein Fragment drin. Autsch. Natürlich, wisst ihr, dieses Vieh, sie erreicht dich so lange nicht und dann schwimmst du einmal an dem Schiff vorbei, bam, knallt es dich in das Schiff direkt rein. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Wo ist das Fragment? Schnell rein da.
kann nicht hier sein, es muss irgendwo anders sein. Weil ich bin... Boah, raus, raus, geh raus! Oh, bist du blöde. Ja, manchmal, ganz ehrlich... Wir müssen zur Dauerglocke, ganz schnell, wir müssen... Oh mein Gott, wir schaffen, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir niemals bis zur Dauerglocke. Das reicht nicht mit dem Leben, was wir haben, wir werden gleich sterben, wenn der Hans angreift. Fuck, 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 zur Dauerglocke, zur Dauerglocke, schnell, schnell, schnell! Okay, Moment. Ach, unser Leben hat sich aufgefüllt oder Tauchglück. Das ist natürlich richtig. Das. Ah, siehst du mal. Wenn sich das Leben oder Tauchglück auffüllt, muss man natürlich auch erstmal wissen, wo ist denn jetzt schon wieder. Hey. Ach, Hindernisse, okay. Die plündern wir natürlich. Und da hinten müsste theoretisch gleich die nächste sein. Hinter der Wand hier. Ah, Hallöchen, Schätzchen. Und hier müsste gleich die nächste sein, hinter der Wand. Und sogar noch ein Saphir für 130. Ich weiß gar nicht, ob der den Saphir verkauft oder ob der den jetzt einfach nur findet, aber behält. Und ob wir den dann verkaufen müssen, das ist ja dann, glaube ich... So eine Art Beutegut. So, hier irgendwo. Ich warte mal noch, bis der Hai weg ist. Ah. Ich komme aber... Oh, fuck, was ist denn jetzt los? Ich komme nicht raus! Wo ist dieses Ver... Ah, von... Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Wo ist diese beschissene Glocke? Wo ist die Glocke? Die Glocke, die Glocke, ich brauch die Glocke. Wo ist die? Ach, da hinten. Die Glocke, ich brauch die Glocke, ich brauch die Glocke. Verdammt, ich brauch diese dumme Glocke. Bevor der Heilig nochmal erwischt. Das gibt's echt nicht, ey. Das kann's echt nicht geben. Alter Schwede, mich. Der Heilig übrigens tut's meinen Atem gleich. Ich weiß noch, bei unserem ersten Frack, drei Haie und so viele Versteckmöglichkeiten, dass der Hai dich eigentlich fast nie gekriegt hat. Ach ja, die guten alten Zeiten. Wir müssen noch eine beschissene Kiste finden. Das kann jetzt echt nicht sein, dass wir vorher verrecken. Hier irgendwo. Wie komme ich da rein? Ich kann doch nicht ewig hier bleiben wegen meiner Lunge. Hier seht ihr das? Hier müsste eigentlich eine Kiste sein. Ich muss zurück wegen meiner Lunge. Das schaffe ich nicht. Ja, okay, jetzt bin ich tot. Ja, okay. Die letzte Kiste, keine Ahnung, wo die ist, wir müssen nochmal runter. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade gestorben bin, es sind ein bisschen viele Haie. Ernsthaft, ich starte hier. Wollt ihr mich eigentlich rollen? Okay. Spanische Schiffe sind gelbe gewesen, ne? So, wo ist dieses dämliche Ding jetzt gewesen hier? Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es weg. Sehen ja nur noch mal 1300 Meter in die Richtung. Ist ja gar nicht weit. So, gehen wir nochmal hin da. Kann ich da eine Schnellreise machen? Das wäre natürlich episch. Aber ich glaube nicht. Schnellreise strong. Ja, das war klar. Das war sogar... Ich frage mich, warum wir einblenden, wenn sie nicht verfügbar ist. Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber okay. Was sagt der? Das da. Das war eine politische. Also nicht weiter.
Steuerbord! Treibgut in Sicht! Eine spanische. Zwei spanische Tricks. Arbeiten dran! Feuer! Sind bereit, Sir! Achtung, Edward! Wow! Ja, viel hat hier niemand zu melden. Feuer! Feuer! Der Waffenbefehle, Captain! Feuer! So, mehr? Feuer! Ja. Feindliches Feuer! Feuer! Ich glaube, weiß ich da. Wir gehen unter! Der Blick ist, was hier oben. Ich nehme mal die